Hi und herzlich willkommen bei Desmond der Tester. Und heute die Milchreissorte machen wir jetzt fertig. Und zwar jetzt mal Milchreis Vanille von Müller. Wir haben ja schon gesehen, dass eigentlich die Müller Milchreise mir besser geschmeckt haben. Aber wir schauen mal, ob dieser hier vielleicht ein bisschen anders ist, wie der Vanillegeschmack denn genau ist. Riechen tue ich nicht sehr viel. Ich habe ein bisschen verstopfte Nase wegen Allergie. Ja, riecht halt nach Vanille. Wie immer sehr flüssig, schön flüssig. Gefällt mir ganz gut soweit. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es ist auch hier sogar Vanillesoße extra mit drin. Also dieses Gelbe hier. Ja. Und falls man das hier sehen kann, hier mal kurz. Ah ja, genau. Diese schwarzen Punkte. Bourbon Vanille. Sehr flüssig das Ganze. Ich würde sagen, einen kleinen Tick mehr Reis, damit es halt mehr Milchreis ist. Weil es ist schon relativ viel Soße drin. Und der Milchreis an sich ist ja schon sehr flüssig. Ein bisschen mehr Reis. Aber ansonsten schmeckt ganz lecker, der Vanillegeschmack, soweit ich ihn beurteilen kann, ist in Ordnung, nicht zu stark, auch nicht zu schwach, ist auch nicht zu süß das Ganze, das ist das, was mir wichtig war. Wenn es übertrieben süß ist, das schmeckt das einfach nicht. Ja, das, was ich dazu sagen kann, hat mich jetzt positiv überrascht, also hätte ich nicht gedacht, ich dachte jetzt, da wird nur Milchreis sein, ein bisschen Vanillegeschmack drin und fertig, aber da ist richtig Vanillesoße drin, das finde ich echt cool. Hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Ja, ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Vielleicht bis bald. Ciao.